Frühjahr 1805 hat Humboldt seine Grand Tour mit der Reise in die Tropen Amerikas, von denen uns Carmen Götz nachher berichten wird, eigentlich bereits hinter sich. Dennoch bricht er ein gutes halbes Jahr nach seiner Rückkehr nach Europa zu einer Reise nach Italien auf. Andere Italienreisende um 1800 suchen nach kultureller Bildung oder künstlerischer Weiterentwicklung, vor allem aber nach Selbsterfahrung, nach ihrem ganz persönlichen Arkadien und wohl auch nach Dolce Vita. Humboldt hingegen hat wie gewohnt seine Messinstrumente im Gepäck und ein umfassendes und vielseitiges wissenschaftliches Programm. Was Humboldt in Italien umtreibt, wird uns nun Cettina Rapisarda berichten. Cettina Rapisarda hat an der Freien Universität Berlin Germanistik, Philosophie und Italienistik studiert und war dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Auf die Promotion an der University of Wales in Cardiff folgten Lehrtätigkeiten an verschiedenen europäischen Universitäten. Beim Verbundprojekt der Universität Potsdam mit der Staatsbibliothek hat sie bereits mit Tobias Kraft zusammengearbeitet. Ihre Schwerpunkte sind Reiseliteratur, Mehrsprachigkeit und Wissenschaftsgeschichte. Sie hat mehrere Aufsätze zu Humboldts Italienreise veröffentlicht und an dem wichtigen Band Minerale und Gesteine im Museum für Naturkunde mitgearbeitet. Zusammen mit Christian Thomas hat sie die digitale Edition des Tagebuchs von Humboldts Italienreise herausgegeben. Bitte, Cettina. Ja, ich möchte Ihnen also über unsere Edition von Humboldts italienischem Tagebuch berichten. Leider ohne Christian Thomas, und das ist wirklich schade, weil wir in einem ständigen Gespräch miteinander standen. Es handelt sich um ein beeindruckendes Arbeitsjournal. Zwar hat Humboldt 1805 viele der italienischen Sehenswürdigkeiten besucht, besonders in Rom, und er konnte, wie schon lange gewünscht, den Vesuv erforschen. Aber die Erwartung, er habe im Tagebuch persönliche Reiseeindrücke festgehalten, die wird nicht erfüllt. Stattdessen handelt es sich um eine Dokumentation seiner wirklich umfangreichen Studien während der circa 6 Monate in Italien, in denen er sich hauptsächlich in Rom bei seinem Bruder aufhielt. In der Edition Humboldt Digital sind entsprechend der Text Encoding Initiative eine beachtliche Zahl von Personen und Ortsnamen, soweit dies möglich war, eindeutig identifiziert, verlinkt und ins Register der Edition aufgenommen worden. In diesem Zusammenhang gilt auch unser Dank Annika Geiser, die tatkräftig bei diesem Arbeitspensum mitgeholfen hat. Die Anlage erschließt, wie wir schon gehört haben, vielfältige Suchmöglichkeiten. Bestenfalls, wenn alles glatt läuft, ist es möglich, aus dem Text mit nur einem oder einigen Klicks unmittelbar zu weiterreichenden Informationen zu gelangen. Bei Namen in diesem Tagebuch denkt man zunächst unmittelbar an Kontakte zu italienischen Naturforschern. Deren Namen hat Humboldt sich auch gelegentlich zusammengestellt. Es gab denkwürdige Begegnungen wie den Besuch bei Alessandro Volta auf der Rückreise, und vom Austausch mit Naturforschern zeugen zudem eine Reihe von Briefen der Zeit. Die wichtigsten Namen habe ich aufgelistet. Viele sind es nicht. Und unter den Ortsnamen gibt es auch solche, die sich auf Italien beziehen. Einige betreffen die von Humboldt mit Gay Lussac oder mit Leopold von Buch während der Reise durchgeführten Feldforschungen. Aber Ortsnamen, die auf Punkte der Reiseroute weisen, stellen nur einen ganz geringen Teil der über 1000 erwähnten Namen dar. Denn das Spezifische dieses Tagebuchs ist, dass die genannten Personen und Orte sich zum allergrößten Teil auf Humboldts breit angelegte Lektüren beziehen. Und diese waren in ihrer Zahl und ihrer thematischen Dominanz vorwiegend kulturhistorischer Art. Hier sehen Sie ein Lesepensum zu Schellings Natur- und religionsphilosophischen Schriften. Ich überspringe. Wir können darauf noch zurückkommen. Werfen wir einen Blick auf die Forschungsliteratur. 1977 wurde noch zu Recht konstatiert, dass eine Einordnung dieser Reise weitgehend als Forschungslücke gelten müsse.
Hans Rieck gab dazu einen ersten, zwar kurzen, aber sehr gründlich recherchierten Beitrag, der allerdings bezeichnenderweise ausschließlich Kontakte und Themen der Naturforschung aufzeigte. Das hat sich durch die vielen Publikationen von Frau Bourget vollkommen verändert. Auch sie hat mit Humboldts Naturstudien sich befasst, besonders Messungen und die Nutzung wissenschaftlicher Instrumente thematisiert. Aber durch ihre Einzelstudien und schließlich ihre zusammenfassende Monographie hat sie zugleich andere Bereiche den ihr folgenden Naturforschern eröffnet. Sie hat das Tagebuch auch unter Aspekten der Kulturgeschichte erschlossen und gezeigt, wie aussagekräftig es für das Verständnis der Vue de Cordillère ist. 1977 war es noch möglich, im Zusammenhang mit dem Tagebuch dieses Werk Humboldts überhaupt nicht zu erwähnen. Aber damals war auch noch nicht die deutsche Neuausgabe von 2004 erschienen. Wenden wir uns also Humboldts Lektüren zu. Damit habe ich mich vorwiegend befasst, also mit der Recherche nach den angeführten Texten, und zwar selbstverständlich in den historischen Editionen, bestenfalls genau den von Humboldt verwendeten Ausgaben. Sie finden diese Literaturnachweise nicht nur in der großen Bibliographie der Edition, sondern werden, wie schon erwähnt, in vielen Fällen direkt zu den Seiten bzw. Kapiteln in den jeweiligen digitalisierten Werken weitergeleitet. Und, das kann ich persönlich sagen, das Lesen von Humboldts Quellen, das ist beeindruckend und für das Verständnis seiner Werke wirklich erhellend. Gesagt sei gleich, dass Humboldts Lektüren nicht ohne Bezug zu seinem Umfeld in Rom standen. Denn beispielsweise die vielen archäologischen Abhandlungen waren zweifellos durch seine Besichtigungen angeregt. Außerdem waren einige seiner wichtigsten Bezugspunkte für eigene weiterführende Lektüren Werke von Gelehrten aus dem Bekanntenkreis seines Bruders. Es waren weniger italienische Forscher als Vertreter der internationalen mehrsprachigen Gelehrtenkreise der Stadt. Personen, die gleichwohl eng mit Italien verbunden waren und dort auf mehr oder weniger lange Zeit ständig lebten. Die beiden von mir angeführten Gelehrten kann ich nur mit wenigen Worten vorstellen. Padre Paolino, wie Humboldt ihn in den zahlreichen Tagebucherwähnungen nannte, war Indologe, früherer Missionar im Südwesten Indiens und Autor von Sprachwerken zum Sanskrit. Sein Geburtsname war kroatisch und als Kroate gehörte er zu Österreich. 2006 wurde ihm eine österreichische Briefmarke gewidmet, wohl auch aufgrund einer solchen Zugehörigkeit, und er ist tatsächlich auch durch einige deutschsprachige weltliche Namen bekannt. Georg Zoeger ist der im Tagebuch am häufigsten genannte Autor. Erwähnt werden dort zumeist dessen Hauptwerk oder Anregungen durch persönliche Gespräche. Zoeger lebte bereits seit langem in Italien, war von Geburt Däne, hatte wie die Brüder Humboldt in Göttingen studiert und eine Verbindung zu Italien besaß er, auch deshalb, weil ein Vorfahr von ihm von dort ausgewandert war. Als Antikenforscher und Romkenner hatte er vielen Besuchern die Stadt gezeigt und in vielen Fällen sie auch in die Archäologie eingeführt. Herder, der ihn 1788 dort kennenlernte, notierte in einem Brief: Es steckt eine Gelehrsamkeit in dem Menschen, die selten ist. Christian Thomas und ich konnten in der Edition Humboldt Digital erstmals ein bisher unveröffentlichtes Manuskript Humboldts herausgeben, das aus der Zusammenarbeit mit Zoeger hervorgegangen ist. Dieses Textfragment ist eng mit dem Tagebuch verbunden und basiert unmittelbar auf den römischen Erfahrungen Humboldts. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Verknüpfung von geologischen mit antiquarischen Themen zum Gegenstand der sogenannten antiken Marmore. Wenn jetzt erstmals das Digitalisat und eine Transkription publiziert werden konnten, so durch die produktive Zusammenarbeit mit dem Museum für Naturkunde Berlin.
Nur erwähnt sei heute, dass dort noch Reste einer großen römischen Sammlung Humboldts erhalten sind. Sie war gleichfalls den sogenannten antiken Marmorarten gewidmet. Ich möchte Ihnen jetzt kurz zwei Beispiele aus unseren Recherchen vorstellen. Auf Platz 7 ging es um die Identifizierung einer von Humboldt angeführten Pyramide. Es galt, einen Namen zu entziffern. Hier war sogar unklar, ob es sich um einen Orts- oder einen Personennamen handelte. Und Pharaonen tragen bekanntlich immer mehrere, dynastische, rituelle und andere Namen. Es half mir, dass ich in den von Humboldt genannten Büchern gelesen hatte, da hier die einschlägige Quelle nicht genannt war. Bei Grobert gab es dieses schwer entzifferbare Wort. Es ist ein heute nicht mehr gebräuchlicher und deshalb kaum noch ermittelbarer Ortsname. Die Quelle ist auch deshalb belegt, weil sie Humboldts Informationen enthält, etwa die Höhenangabe 22 Fuß. Die bei Grobert angeführte Bezeichnung falsche Pyramide ist weiterhin gebräuchlich. So wissen wir, dass die sogenannte Meidum-Pyramide des Nefru gemeint ist. Ein anderes Beispiel. Christian Thomas und ich rätselten, um welche Zeichnung von Skalpen es sich auf Blatt 28 handeln könne. Humboldts Text war an dieser Stelle für Herausgeber irritierend, denn es gab sehr genaue Angaben zu einer Zeitschrift, deren Namen zu erwähnen für ihn selber aber offenbar überflüssig war. Dafür gab es einen Personennamen, ausnahmsweise mit Vor- und Nachnamen und in sorgfältig korrekter Schreibung. Aber Charles Rogers ist kein seltener Name. Durch längere Recherchen, die ich aber überspringe, konnte ich die Zeitschrift ermitteln. Es handelt sich um die für Humboldts damalige Studien repräsentative Zeitschrift Archäologia. Darin fand sich dann auch folgende Abbildung, in der Christian Thomas gleich die Zeichnungen unter Nummer 4 und 5 auffielen. Es sind die vom Autor als männlicher und weiblicher Skalp ausgewiesene Zeichen. Ich komme zum dritten Teil. Bei einer Volltextsuche im Tagebuch findet sich nicht häufig ein Wort wie römisch, wohl aber zahlreiche Erwähnungen der folgenden Wörter mit ihrem Umfeld. Pyramiden, Obelisken, Ägypten, ägyptisch. Gehen wir der Frage nach, wie sich das erklärt. Humboldt beschäftigte sich damals mit der Einordnung und Erläuterung der von ihm in Amerika gesehenen Bauten. Und sein Ziel war es, eine präzise und sagen wir den zeitgenössischen Standards genügende archäologische Rekonstruktion zu leisten, etwa der Pyramide von Cholula in Mexiko. Konkrete Anlässe einer Beschäftigung mit Ägypten gab es in Rom in großer Zahl, sowohl im Stadtbild als auch in musealen Sammlungen. Die Stadt war auch deshalb zu einem Ort ägyptologischer Studien geworden und Humboldt erwähnt im Tagebuch mehrere diesbezügliche Texte. Sein Gesprächspartner Zoeger hatte zu Obelisken ein monumentales Werk verfasst. Sie sehen daraus eine Abbildung, die Nachzeichnung der Hieroglyphen auf den vier Seiten eines der 14 Obelisken der Stadt. Humboldts Interesse für Ägypten bestand bekanntlich schon länger und erwartungsgemäß las er nun die Berichte aus Napoleons Ägyptenfeldzug. Viele waren von namhaften Forschern verfasst. Anerkennung zollte er aber auch einem Autor wie Grobert, der, wie Humboldt anmerkt, Brigadechef der Artillerie war, gleichwohl aber, wie es im Tagebuchhaus heißt, sehr genau in seinen archäologischen Darstellungen. Im Jahr 1805 hatte Humboldt Gelegenheit, dessen Werk genau und vergleichend zu lesen. Es wird auch in einer Randbemerkung im Tagebuch der Reise von Mexiko-Stadt zu Veracruz erwähnt. Darauf hat schon die Herausgeberin Ulrike Leitner hingewiesen. Ich würde annehmen, dass diese Randnotiz aus der Zeit stammt,
in der Humboldt an seinem Buch über Neumexiko arbeitete. Denn darin bezieht er sich ausführlich auf Robert und auch auf Zoeger im Rahmen seiner vergleichenden Beschreibung der Pyramide von Cholula. Dass Humboldt in Italien auf Quellen der europäischen Antike sich bezog, nicht nur auf den für Ägypten einschlägigen Herodot, verwundert zwar wenig, aber gesagt sei doch, dass seine Lektüren wirklich sehr ausgedehnt waren. Zu Humboldt recherchierte er, Humboldt recherchierte zu Ägypten in Verbindung mit astronomischen Fragestellungen. Er beschäftigte sich mit wissenschaftlichen Hypothesen, ob die Pyramiden astronomisch ausgerichtet seien und ob die Obelisken als eine Art Schattenanzeiger frühe astronomische Messinstrumente gewesen waren. Weiterführend befasste er sich mit Einzelfragen zum technologischen Wissen der Ägypter, etwa ob sie Magnete genutzt haben. Einen solchen Hinweis entnahm er einer Schrift des italienischen Forschers Fabroni, mit dem er und sein Bruder befreundet waren. Humboldt recherchierte in ausgedehnten Lektüren, inwieweit Pyramiden und pyramidale Bauten in unterschiedlichen Kulturen anzutreffen seien. Und dieser Frage ging er auch in Bezug auf Obelisken nach. Er befasste sich mit architektonischen Fragestellungen und sie waren naheliegend bei derart großen Bauten wie der Pyramide von Cholula. Sie zeuge von bewundernswürdigen Fähigkeiten der Erbauer und, schrieb Humboldt, von deren ägyptischer Kühnheit. Anschauungsmöglichkeiten gab es in Sachen Pyramiden auch in Rom, aber die des Caius Cestius ist gerade ein ausgesprochen kleinformatiges Beispiel ihrer Art. Humboldt erörterte die Funktion von Pyramiden, hier bezogen auf Grabmalsformen in unterschiedlichen Kulturkreisen. Bei der Einordnung von Monumenten aus Amerika, besonders aus Mexiko, stellten sich schwierige Fragen zu einigen religiösen Riten. Humboldt recherchierte 1805 zum Thema Menschenopfer. Er fand Hinweise für diese Praxis bezogen auf Inder bei Padre Paulino, auf Briten und Schotten, auf Hunnen und Chinesen und auch auf Ägypter. Seine Bilanz lautete schließlich: Berichte über Mexiko seien zu hinterfragen, das Phänomen selbst aber vermutlich nicht. Zitat: Ist es erwiesen, dass Mexikaner so viele opferten? Früherhin scheinen alle Völker Menschen geopfert zu haben, so schrieb er, nicht zuletzt mit Bezug auf die europäische Antike. Die hier genannten Beispiele bezogen sich fast alle auf Humboldts Wüde Cordillère, aber einschlägig ist das Tagebuch auch für andere Werke. Ein Beispiel möchte ich nennen: die Beschäftigung mit Fakten, Mythen und Hypothesen zur Entdeckung Amerikas. Eine gelehrte Zusammenstellung von Christoph Cellarius aus dem 17. Jahrhundert war für Humboldt erneut eine dieser Quellen, die er als Ausgangspunkt für weitere eigene Recherchen nutzte. Davon sind die Ergebnisse noch im Examen Kritik nachweisbar, wo dann aber Cellarius nicht mehr erwähnt wird. Im Tagebuch notierte Humboldt zudem aus der bereits erwähnten Schrift Fabronis den Bericht einer mutmaßlich präkolumbischen Pferdedarstellung. Und auch dies war später ein Gegenstand im Examen Kritik seiner Studie zur Geschichte der Geographie des neuen Kontinents. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch kurz ein letztes Beispiel vorstellen. Es betrifft einen von Humboldt auf Italienisch gelesenen Mexiko-Bericht. Der Autor war Gemelli Carreri. Auf Gemellis im Jahr 1700 erschienenes Reisewerk stieß Humboldt offenbar, wie die Stelle im Tagebuch zeigt, bei einer Suche nach bereits publizierten mexikanischen Bilderhandschriften. Gemelli gehörte dann zu den Autoren, die Humboldt für sich entdeckte und gegen verbreitete Kritik verteidigte.
In welcher Weise Humboldt eine Druckgrafik aus Gemellis Werk in den eigenen Recherchen nutzte, das lässt sich, wie ich meine, über das Tagebuch gut erforschen. Was Christian Thomas gleich auffiel, ist die spiegelbildlich verkehrte Ansicht, für die sich Humboldt entschied. Eine Umstellung der Grafik war insofern legitim, als auch die ursprüngliche Fassung von verschiedenen Seiten her zu betrachten war. Unten sehen Sie, dass die Gestalten sozusagen auf dem Kopf stehen. Ein Grund für Humboldts Entscheidung war meines Erachtens, dass er eine Szene im Sinne der europäischen Sehgewohnheiten sozusagen an den Anfang stellen wollte. Es war der Ursprungsmythos einer großen Flut, den Humboldt in Dokumenten unterschiedlicher Kulturen auffand. Die mexikanische Darstellung setzte als Narration bei eben einer solchen Überflutung ein, aus der nur ein Menschenpaar sich in einem Kahn rettete. Das Paar zeugte eine große, sich vermehrende Zahl von Nachfahren, die sich auf Wanderung begaben. Humboldt erläuterte später unter Berücksichtigung anderer Bilderhandschriften seinerseits Details. Zitat: Am Fuß des Berges sind die Köpfe von Cox und seiner Frau zu sehen. Letztere erkennt man an den beiden Zöpfen in Form von Hörnern, welche, wie schon mehrfach bemerkt, das weibliche Geschlecht bezeichnen, hieß es in der Vue de Cordillère. Eine entscheidende Veränderung in Humboldts Kupferstich ist folgendes. Bei Gemelli finden sich innerhalb der Grafik Beschriftungen. Diese Erläuterungen waren für Humboldt kostbar. Er schrieb sie im Tagebuch ab und kopierte sogar zwei Details. Sie werden in Bilderwelten erläutert. Humboldt ersetzte dann aber seinerseits die Beschriftung durch eine Nummerierung. In seiner Publikation konnte er so unter den Erläuterungen der Vorlage auswählen, einige kritisch diskutieren, sowie andere in seinem Text übernehmen und auch seinerseits deuten. Humboldt las Gemellis Druckgrafik als eine gemischte Zeichnung, so ein Begriff in der Vue de Cordillère. Im Tagebuch übernahm er eine Erklärung aus der Vorlage und vermerkte, Zitat, Numero 2 meines Kupfers bedeutet 104 Jahre. Damit erfahren wir unter anderem, dass dieser Kupferstich gleich vor Ort angefertigt wurde in Rom. Unter den Zeichnungen lassen sich einige symbolische Art erkennen, wie eben das erwähnte sogenannte Jahresbündel. Des Weiteren führt Humboldt unterschiedliche Arten der Ortsbezeichnung an. Er kennt an einer Stelle einen von ihm selbst bereisten und in seinem Mexiko-Werk erwähnten Ort, für den die Zeichnung des Namens, den Namen veranschaulicht, Heuschreckenhügel. Bei Gemelli geht es unter anderem um die nicht mehr existierende Stadt der Azteken, Tenochtitlan, das Ziel der großen Wanderung. Zur Art der Darstellung dieser Stadt nennt Humboldt verschiedene Formen. Gemeint ist die Stadt sowohl punktuell unter Nummer 26 als auch unter Nummer 34 und dort wird sie einerseits mythologisch, andererseits mit Bezug auf die besonderen Leistungen der Azteken im Wassermanagement bestimmt. Bezeichnet werde die Stadt, schreibt Humboldt, durch Dämme, die ein sumpfiges Gelände durchziehen und durch den Feigenkaktus, auf dem sich der Adler ausruhte, der vom Orakel dazu bestimmt war, den Ort zu kennzeichnen, wo die Azteken ihre Stadt erbauen und ihre Wanderung beenden sollten. Bei einer Gesamtbewertung hebt Humboldt schließlich in seiner Publikation hervor, dass die Darstellung unverständlich sei bzw. sein müsse aufgrund ihrer synthetischen Form. Spezifisch sei nämlich, Zitat, die Idee, auf einem Blatt von geringem Ausmaß zu verzeichnen, was auf anderen mexikanischen Gemälden, oft Leinwände oder heute von 10 bis 12 Metern Länge füllt.
wie diese Idee umgesetzt wird. Das ist, wie ich meine, gerade in Humboldts Abbildung gut erkennbar, weil dort die Beschriftungen weggelassen wurden und so jene Linie, die den Verlauf der Wanderung bezeichnet, klarer hervortritt. Damit wird ein Charakteristikum der Darstellung verdeutlicht, das bemerkenswerte, Zitat, Verfahren, so schreibt Humboldt, dessen sich der Künstler bedient hat, um die Begebenheiten miteinander zu verknüpfen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.